Hallo, mein Name ist Andrea Abraham. Heute möchte ich euch den Zwinger vom Airport Frankfurt vorstellen. Wir züchten holländische Schäferhunde der Variante Rauhaar. Wir haben dieses Jahr unseren B-Wurf und diese Welpen, die jetzt 3 Wochen alt sind, möchte ich euch gerne vorstellen. Der mit den 2 Streifen auf der Stirn ist unser Badu. Das ist einer der grantigsten und temperamentvollsten von den kleinen Bären. Das ist der kleine Bero, einer unserer Bärenmänner hier in dem ganzen Rudel. Das ist unser Batman. Batman hat irgendwie Flügel und kann gleich fliegen. Das ist unser Bärtje. Bärtje geht zu unseren Züchtern nach Holland und wird dort wieder als Zuchthündin eingesetzt werden. Oben drauf ist unser Batman und unten drunter ist unsere Wintu. Hopp, 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 hopp. Ja, beide Püppis. So, das ist Petja, das ist die Mama von unserem B-Wurf und auch von unserem A-Wurf. Petja ist gearbeitet in der Fährtenarbeit, in der Unterordnung. Und wie ihr seht, kann Petja natürlich auch so ein paar lustige Kunststückchen, weil sie eigentlich alle gerne arbeiten, lassen wir uns immer was für sie einfallen. Auf geht's, Petja, lauf! Dann haben wir auch so ein paar Turnübungen, dann können wir mal hier auf den Steg marschieren. Wie ihr seht, ist Petja schon wieder hopp hopp. Petja sieht schon wieder gut dafür aus, dafür, dass er 11 Welpen auf die Welt gebracht hat. Ist ständig dabei, ständig eifrig bei der Arbeit. Immer arbeitsfreudig und immer gut gelaunt. Ja, hab ich ab. Sitz. Hey. So, Petja, hab. Ja, für den Holländer lassen wir uns immer wieder was einfallen. Arbeitsfreudige, fordernde Hunde, denen ganz schnell auch mal langweilig wird, die ausgelastet werden wollen und die immer mit Spaß bei der Sache sind. Wie ihr seht, läuft Petja hier völlig ohne Halsband, ganz frei. Jawohl, gute Balance hat sie auch noch. Alliabi, wird. Ja, und so arbeiten wir tagtäglich mit unseren Hunden. Gut, Papi.